So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Stronghold Warlords. Kurz überlegen, wie das Spiel nochmal hieß. Ja, das letzte Mal haben wir hier auf schwer ziemlich auf die Fresse bekommen. Da war leider der Feldzug von Genghis Khan sehr kurz. Deswegen werde ich diesmal auf Normal spielen. Das alles kennen wir ja schon. Deswegen starte ich direkt. Nicht lang schnacken. Direkt geht's los. Ja, wir mussten die Position, die wir hier jetzt auch gerade sehen, im Loadscreen, mussten wir ja erobern. Aber die kamen durchgehend mit Truppen. Wirklich durchgehend. Und auch nicht mit wenig. Also, da muss ich mal schauen. Eine Nachricht von Jo. Genghis Khan. Heute werde ich den Tod meines Vaters durch die Tataren rächen. Alter, starten wir mit mehr Leuten einfach. Alter. Okay, das ist krass. Das ist richtig krass. Zur Erinnerung, wir hatten, glaube ich, das letzte Mal nur irgendwie 5 Hilfskavalleristen und 5 berittene Bogenschützen. Mehr hatten wir nicht. Hier fühle ich mich Und wie wir haben ein jetzt König, einfach, wenn wir auf Excellenz. normal spielen, haben wir einfach das Dreifache. Na, ich komme gerade gar nicht klar auf mein Leben. Alter, das ist schon ein richtig krasser Unterschied. Euch stehen berittene Bogenschützen bereit, Exzellenz. Es Ja, und handelt auch sich nicht um zu wenig. Flügelschützen, die vom Pferderücken aus schießen können, über weite Entfernungen sogar. Ja, das ist schon krass. Also wirklich halt jetzt der Unterschied. Also ihr könnt ja euch sonst nochmal das andere Video dazu angucken, das Video davor, Teil 1. Und da seht ihr ja, was für ein riesiger Unterschied das einfach ist. Also ohne Scheiß. Ja gut, die Verteidigung, soweit ich das sehe, ist noch ähnlich. Überall hier ist alles noch gleich. Gucken, müsste dann halt mal schauen, wie das ist, mit wie vielen der Gegner kommt. Aber ansonsten, also ist echt krass. Bauern werden benötigt, Hoheit. So, einmal das hier aufklappen. Ja, eine Reisproduktion haben wir derzeit noch gar nicht, weil erst noch alles angebaut werden muss. Aber ich denke mal, dass wir gleich aktualisiert werden. Auch ich glaube, ich glaube, die Leute essen auch weniger auf normal. Aber das sind jetzt reine Spekulationen. Aber ich würde tatsächlich. Nee, nicht, keine Baracke. Keine Baracke. Die Leute sollen es ja gut bei mir haben. Komm, wir kaufen dafür sogar extra mal. Damit wir direkt ein Haus bauen können. Damit wir ein bisschen mehr Geld bekommen. Reis. Ja, da läuft jetzt gerade die Produktion an. Ah, okay. Ich glaube, ein Reisfeld Die gibt Tataren starten einen Angriff, ungefähr Exzellenz. 25. Warum das eine jetzt nur 24 gegeben hat und das jetzt auch, weiß ich nicht, aber. So, die greifen, glaube ich, auch mit weniger an. Ich glaube, vorher hatten die 8 oder 12 Truppen. Wir warten jetzt erstmal. Der wird die wahrscheinlich noch abwehren. Deswegen kann uns das derzeit relativ egal sein. Bei denen müssen wir immer ein bisschen drauf achten. Ich will ja nicht verschwenderisch sein. So, Militärakademie. Die bauen wir direkt hier für unsere Bogenschützen. Noch ein Reisfeld. Noch ein Reisfeld. Wenn wir das nächste Mal Holz bekommen.
Oder eher gesagt Bambus. So, weil dann sollten wir das eigentlich normalerweise ausgleichen können. Schweinezucht erhöhen wir auch mal. Wenn ich da jetzt 72... Ich hoffe mal, dass ich das so wuppen kann, weil dann kriege ich jetzt derzeit recht viel Geld rein. Ich verliere zwar ganz gut Fleisch gerade, aber ich hoffe, dass jetzt gleich die Fleischproduktion angeschmissen wird. Ja, wir bauen zur Sicherheit noch einmal Reis an. Ja, die sind noch ganz gut sich da am Durchmetzeln. So, 110 haben wir. Vielleicht ändert sich dann ja auch, wie viele Leute der zum Beispiel losschickt. Ja, derzeit kann er noch ganz gut verteidigen. So, Reis machen wir immer noch Minus. Aber das Feld ist noch nicht bestellt. Fleisch braucht halt immer ewig. Ich würde tatsächlich mal ein bisschen kaufen, dass wir... vor allem in den Tipps stand ja auch, dass man eine florierende Wirtschaft aufbauen sollte. Im Optimalfall. So, das müsste jetzt für ihn reichen, Gehorsam fordern. Ja, langsam wird er jetzt überrannt. Aber auch nur langsam. Ja, die Fleischproduktion ist noch gar nicht angelaufen. Ja, die haben wir ganz gut weggemacht. Nee, da will ich noch nicht helfen. Also, weil in unsere Richtung stehen die Gegner halt noch. Ein sehr interessantes Angebot. Oh, ein richtig krasser Leck gerade. Was war das denn jetzt gerade? Oh, aber alles wieder gut, anscheinend. So, wir gucken nochmal auf den Reis. Okay, das eine Feld ist jetzt eigentlich komplett bestellt, deswegen werden wir jetzt hier nochmal ein Reisfeld anlegen. Sogar zwei am besten. Und nochmal eine Schweinezucht. Eine Schweinezucht. So. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Weil dann können wir das hier auf jeden Fall durchgehend hoffentlich halten. Ja, Reis läuft an. Reis läuft an, das ist sehr gut. Fleisch braucht noch. Wir könnten theoretisch... Den haben wir ja jetzt. Wir könnten theoretisch uns langsam den holen. Oder wir holen uns... Wer hatte nochmal die krasse Defense? Er hier. Okay, wir holen uns, glaube ich, langsam ihn. Machen wir mal auf automatisch. Ja, die Fleischproduktion, mit der bin ich nur so halbwegs derzeit zufrieden. Oh, ich habe es aus Versehen auf 2 gelegt. So, jetzt haben wir... Überlegt mal, jetzt haben wir schon die Berittenen fertig. Das letzte Mal hat das Ewigkeiten gedauert. Ja, die lassen sich auch einfach munter fröhlich abschießen. Okay. So. Die Bogenschützen können wir rüberziehen. Ich hätte vielleicht beim... Das könnte ich mir vielleicht... Ha, hier diese Barrikaden. Ich weiß nicht, wie gut die sind. Aber die halten ja schon wohl einiges ab, sage ich mal. Vielleicht wäre das halt das nächste Mal noch eine Option. Irgendwas fehlt mir noch, was ich theoretisch mit Stein bauen könnte. Oder die geben einen einfach so vorrätig Stein mit. So, hier kommt unsere Pferdefarm hin. Wie sieht es derzeit... Ja, sehr gut. Fleisch ist auch beständig. Beständig am Wachsen. Ja, den Fürsten haben sie erledigt. Ihr werdet einfach meine Fleischschilde sein. Lasst Pfeile über ihnen herabhageln.
So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Klar, wir verlieren ein paar Hilfskavalleristen. Okay, auch der Damage ist um einiges anders. Ich wollte gerade sagen, okay, wir verlieren ja einige Hilfskavalleristen, oder habe ich ja gesagt, aber wir haben zwei verloren. Beim letzten Mal wäre das unsere komplette Armee gewesen. Wohin reiten wir? Wüsst ihr nicht wie? Den holen wir uns jetzt einfach, weil der den ja schon für uns vorbereitet hat. Der sieht schon mal ganz gut aus, der in der Mitte. So. Oh. Unser Verbündeter Ong Khan hat uns Verstärkungen geschickt, Exzellenz. Gerade sind die Leute wohl nicht so zufrieden mit mir. Da bauen wir einfach mal ein überragendes Haus. Bauern werden benötigt, Hoheit. Oh, schnell hoch. Ah, sehr schön. Ich unterstehe eurem Befehl. Die greifen auch gefühlt nicht mehr so schnell an wie vorher. Kommt mir auf jeden Fall so vor. So, und jetzt legen wir noch ein paar Gemüsefelder an. Da investieren wir einfach auch mal ein bisschen. So. Ich werde angegriffen. Das ist aber frech. Der Feind nähert sich. Da fordern wir jetzt den Gehorsam. Alter, wie krass das ist. Wie krass wir einfach dann jetzt halt auch Damage machen. Ja, vielleicht sollte ich beim ersten Mal durchspielen, das zumindest einmal auf normal durchspielen. Dafür kann ich das Spiel halt auch einfach noch nicht so gut, wie ich es gerne können würde. Muss ich ehrlich zugeben. So. Ein sehr interessantes Angebot. Ja, genau, jetzt sind die im Clinch. Na, schon mal gut. Das gefällt mir. Ich finde, das ist dann auch irgendwie so ein bisschen halt derzeit auch angenehmer. Fürs erste Mal durchspielen. Bei dem Chinesen ging das ja anscheinend wohl noch ganz gut. Da hat, ich sag mal, mein Skill noch einigermaßen gereicht, aber... für alles Höhere wahrscheinlich nicht mehr. Eine weitere Invasion der Tataren ist auf dem Weg, Hoheit. Mit noch mehr Reitern. Mit noch mehr Reitern. Okay, von da oben und von unten. Ich würde tatsächlich sagen, wir schnappen uns einfach als nächstes ihn hier. Als im Prinzip Verteidigung. Stimmt, ich habe erst nur ein Pferde... Lager. Nähert sich. Ich hole mir schon mal 200. Dann brauche ich jetzt nur noch das Geld. Alter, wie schnell. Wie schnell einfach nur. Wir werden angegriffen. So, Gemüseproduktion läuft jetzt langsam an. Die Leute sind am Produzieren. Wir warten aber erstmal noch.
Nice. So, kann ich gleich die nächste Pferde, den nächsten Stall bauen? Kann ich sogar fast danach noch einen? Ja, warum nicht? Der Feind nähert sich. Schnell wird die ja halt auch jetzt einfach wegmachen. Okay, sehr gut. So. Und dann muss ich gleich nochmal ein Holz bauen. Holz bauen. Ein Haus bauen. Hat uns Verstärkungen geschickt, Exzellenz. Ja, langsam nimmt unsere Armee Gestalt an. So, jetzt produzieren wir natürlich viel mehr Reis. Essen wir natürlich viel mehr Reis. Jo. Jo, Fleischration können wir sogar nochmal erhöhen, theoretisch, aber wird uns jetzt derzeit nichts bringen, glaube ich. Ne. Ah, dafür ist die Gemüseproduktion noch nicht. Ah, wenn ich jetzt so und dann. Nee. Machen wir mal wieder erstmal so. Dann machen wir eben kurz die Quest mit den Bauern werden benötigt, Hoheit. Hilfskavalleristen. Wir haben so viele Pferde, wie wir nur brauchen, Hoheit. Eine Nachricht von Genghis Khan. Es ist Zeit auszuziehen. Reitet, meine Krieger. Oh, das sieht schon cool aus. Und noch hier in der Mitte die Schwert, die imperialen Kavalleristen. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. So. So wird's gehen. Brauche ich aber ein bisschen mehr Fleisch. Ein bisschen mehr Gemüse. Mal eins, zwei. Ihr benötigt Holz, Exzellenz. Drei. Und eins, zwei. Drei. Gucken wir mal, ob das reicht. Oh, jetzt ist natürlich wieder Komfort, heulen die wiederum. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Bauern werden benötigt, Hoheit. Ich könnte theoretisch auch eben kurz einmal. So. Ich werde angegriffen. So. Der Feind nähert sich. Los, Reiter von Rohan. Eile habt ihr geschworen. Wir werden angegriffen. Alter. Jetzt sammeln wir uns aber auch eine Armee an. Ja, aber für das letzte Mal hat er es aber auch verdient. Ein sehr interessantes Angebot. Ich weiß. So. Brauchen einfach noch mehr Diplomatiepunkte, als wir sowieso schon haben. Ich werde angegriffen. Oh. Da sollte ich mal helfen. Oh, guck mal, der
Oh, schade. Ich wollte gerade sagen, guck mal, die wechseln sich ganz gut ab. Der verteidigt und der andere greift an. Der verteidigt und der andere schießt hier, meine ich. Ja, so sind sie schneller. Aber er hat es ja ganz gut geschafft. Eine Nachricht von Genghis Khan. Spürt ihr, wie der Boden unter euren Füßen erzittert? Wenn meine Pferde galoppieren, dann erbebt die Erde und die Menschen wissen, dass die Angst sie ereilt. Echt mal. Das sieht auch cool aus, die Formation. Boah. Ach, guck mal, und hier die Schwertkämpfer hier an den Seiten. Boah, das sieht schon cool aus. Unser Verbündeter Ong Khan hat uns Verstärkungen geschickt, Exzellenz. Oh, nice. Ich werde angegriffen. Der Feind nähert sich. Das geht natürlich nicht. Wir helfen dir. Ich werde angegriffen. Der Feind nähert sich. Da kommen ja auch noch ein paar. Ah, nur noch Reis passt nicht mehr. Aber ansonsten. Rekruten werden benötigt, Hoheit. So, helft den mal. Ich hab so viel Geld. Ja, so viel Geld. Ich wollte gerade eigentlich noch sagen, wegen. Also, so viel. Leute. So, 300 für einen Angriff mit 3 Imperialen. So, wir erhöhen mal die Leute. Ich kann ja theoretisch Reis kaufen. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Einfach mal zur Sicherheit einen kleinen Vorrat. So. Damit wir einfach noch mehr Leute rauspumpen können. Ernte freigeschaltet. Nice. Okay, wir könnten halt theoretisch von hier angreifen. Das wäre aber frontal genauso wie hier. Wir haben auch keine. Wir können auch keine Belagerungssachen bauen, ne. Oh. Jetzt sieht's nicht mehr schön aus. Naja. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Oh, jetzt geht mir das Gold aus. Krass. Ich werde gleich auf jeden Fall mal einen Angriff von hier aus wagen. Dafür speichern wir aber einfach mal. Gespeichertes Spiel überschreiben? Ja. Meine Armee marschiert.
Ah, deine imperialen Reiter, die sollen das Gröbste abfangen. Alter, sieht das awesome aus. Hauptmann, reitet schnell rein und seid bereit, wieder Kehrtwendung zu machen. Wir haben genug Pfeile. Wir werden angegriffen. Der Feind nähert sich. Lasst Pfeile über ihnen herabhageln. So. Holy shit, ist das ein Gemetzel. Holy shit. Rein mit euch. Die, die reinkommen, verwickelt die Bogenschützen im Nahkampf. Boah, ist das ein Gemetzel. So, wir brauchen aber gleich noch Leute, die halt da hochmarschieren können. Bauern werden benötigt, Hoheit. Los, verfolgt sie. Meine Armee marschiert. Ja. Na, jetzt siehst du auch nicht mehr so mutig aus. Wir warten auf euren Befehl. So, einmal die, die durchkommen. Meine Armee marschiert. Ja. Wie einfach es dann doch wiederum sein kann, ne? Schon heftig. Wohin reiten wir? Kompletten Bereich geklärt. Jetzt wirst du noch von Stammesangehörigen niedergepiekst. Sehr schön. Sieg. Ja, war... Ja, die Kerei... Die Keraiten oder so, oder Keraiten, die waren richtig lappig. Ich weiß nicht, also keine Ahnung, das waren jetzt keine guten Verbündeten. Ja, Gold haben wir richtig gut gescheffelt. Alter, Nahrung. Stimmt, wir sind mit Diplomatiepunkten gestartet. Gewaltsam war der eine oben, ja. Aber ich würde sagen, das war dann die erste Mission. Einmal auf schwer, wo wir es hart verkackt haben. Und dann auf normal, wo wir gewonnen haben. Und dann machen wir auf normal weiter. Und dann als nächstes kommt die zweite Mission. Ein blitzschneller Vorstoß. Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Bye, bye.